Ich möchte die Asymptoten dieser gebrochentrationalen Funktion berechnen und mache zuerst die leichte Asymptote, das ist die senkrechte, und danach kommt die schwierigere schräge Asymptote mit Polynomdivision. Also bei der senkrechten Asymptoten mache ich eine Nebenrechnung. Ich mache den Nenner gleich 0, also 1 minus x gleich 0, dann bekomme ich x gleich 1. Das ist die Lücke d gleich r ohne 1. Und die senkrechte Asymptote ist dann eben bei x gleich 1. Das ist mein Ergebnis und fertig. Jetzt das Spannende. Ich habe hier der Zählergrad ist 2 und der Nennergrad ist 1. Ich kann mir hier so ein kleines 1er denken. Zählergrad 1 größer Nennergrad. Also Zähler größer Nenner, 1 größer, deswegen schräg. Und deswegen macht man eine Polynomdivision. Also man macht hier 2x² plus 5 dividiert durch 1 minus x ist gleich Punkt, Punkt, Punkt. Und ich empfehle bei dieser Geschichte dringend aufzuräumen. Aufräumen. Das geht folgendermaßen. Ich schreibe hier 2x² plus und ergänze ein 0 mal x und dann kommt mein plus 5. So dass ich das wie bei der Parabel habe, erst 2, dann 1, dann die Zahl. Und hier auch, da bin ich dividiert durch. Und jetzt mache ich minus x plus 1. Erst die x, dann die Zahl. Ist gleich so. Und jetzt kann ich loslegen. Ich frage mich, minus x mal wie viel gibt 2x². Dann nehmen wir doch minus 2x minus 2x. Minus 2x mal minus x gibt wirklich 2x². Das ist gut. Minus 2x mal 1 gibt minus 2x, Klammer, minus. So, 2x² minus 2x² fällt weg. 0 minus minus 2x gibt 2x. Dann plus 5. Jetzt ist die Frage. Minus x mal wie viel gibt 2x? Dann nehmen wir doch minus 2. Minus 2 mal minus x gibt 2x. Vielleicht mal so ein paar Schweife da wegtun. So, ja. Dann minus 2 mal 1 gibt minus 2. Klammer, minus setzen. 2x minus 2x fällt weg. 5 minus minus 2 gibt 7. Das ist der Rest. Ja, Rest 7. Und das schreibe ich da hinten hin. Plus 7 durch minus x plus 1, das ist mein Ergebnis. Kann das ja jetzt wegmachen. So, gut. Und dann ist der Teil die schräge Asymptote. Weil ja, wenn x gegen unendlich geht, also x ist ungefähr so 1000, dann fällt es da hinten weg. Gut. Jetzt aber weg hier. So ist er noch da, ist er noch nicht unendlich. Also wir haben die schräge Asymptote. Schräge Asymptote bei y gleich minus 2x minus 2. Das schaut so aus. Also ich habe das Blaue ist die Funktion und dann habe ich eine schräge und eine senkrechte Asymptote. Und genau, wenn ich da rauscrawl, ich bin in GeoGebra, dann sieht man, wie sich das schön annähert. Genau.